Kollege Harald Petzold hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher. Der Kollege Weinberg hat gerade hier in der Debatte zur Aktuellen Stunde Ehe für alle beklagt, dass hier eine hitzige Debatte geführt würde. Der Einzige, der hier hitzig debattiert hat, glaube ich, war der Kollege Weinberg selbst, weil er jetzt offensichtlich gemerkt hat, dass die Mehrheiten hier in diesem Haus tatsächlich anders sind als das, was er inhaltlich vorgetragen hat. Frau Kollegin Winkelmeier-Becker, niemand hat hier gesagt, dass derjenige oder diejenige, die nicht für die Homo-Ehe sei, homophob seien. Das hat niemand gesagt, sondern es ist gesagt worden, wer jemandem anderen die Gleichstellung verweigert, diskriminiert. Das ist etwas anderes. Und Sie haben zu Recht darauf verwiesen, dass in der Union doch Diskussionsprozesse vorangegangen sind. Und ich bin ja Zeuge solcher Diskussionsprozesse geworden. Und Sie haben das Beispiel der LSU hier angesprochen. Ich kann Sie nur einladen, kommen Sie mal mit zum Straßenfest in die Motzstraße hier in Berlin im Sommer und schauen Sie sich den Stand der LSU an. Die stehen ja immer gegenüber von unserem Stand, neben dem Stand der Grünen und neben dem Stand der SPD. Und die Leute kommen immer gerne zum Weißwurstessen dorthin, aber inhaltlich nimmt niemand mehr ein Stück Brot inzwischen von diesen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist einfach schade, weil sie möglicherweise zur Diskussion was beizutragen haben. Und das wäre doch wichtig. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Sie möchten, dass der Kollege Professor Hirte, wenn er wieder beim CSD in Köln angefragt ist auf der Podiumsdiskussion, wieder wie der letzte Deppe ausgebuht wird, wenn er verkünden muss, dass es wieder nicht gelungen ist, die Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe durchzukriegen, oder dass sie das der Kollegin Sütterlin-Waag zumuten wollen, oder dass sie das dem Kollegen Kaufmann zumuten wollen, oder dass sie das dem Kollegen Lutschak zumuten wollen, der schon getwittert hat, dass es endlich Zeit wird, dass die Gleichstellung hier durchgesetzt wird, und der genauso in Berlin-Schöneberg verprügelt wird dafür, dass sie nicht an dieser Stelle sozusagen die Mehrheitsmeinung, die es hier in diesem Hause gibt und die auch Teile ihrer Fraktion inzwischen mittragen, dass das endlich zu einem Gesetz, zu einer gesetzlichen Regelung führt. Und deswegen kann ich Sie nur ermutigen, wenn Sie auf Minderheitenmeinungen hier rekurrieren. Niemand will von Ihnen, dass Sie ab morgen eine schwule Ehe führen, Herr Weinberg. Niemand. Sie können gerne Ihre Minderheitenmeinung hier weiter vertreten. Dagegen hat doch niemand was. Aber die Mehrheitsmeinung, die es hier in diesem Haus zumindest rechnerisch gibt, muss endlich zum Tragen kommen können. Und deswegen fordern wir, dass Sie endlich Ihre Blockadehaltung aufgeben und wenigstens die Abstimmung freigeben. So, und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, das kann ich Ihnen natürlich nicht ersparen. Sie haben sich natürlich heute zum 24. Mal im Rechtsausschuss zum Deppen gemacht und haben das schmutzige Geschäft der CDU in dieser Frage freiwillig übernommen und haben zum 24. Mal verhindert, dass diese drei Gesetzentwürfe wenigstens beraten werden. Wenigstens beraten. Und wenn Ihnen nach der Rede von Frau Winkelmeier-Becker nicht endlich aufgegangen ist, dass Sie noch warten können, bis Sie schwarz werden, bis die CDU hier mal gemeinsame Sache mit Ihnen in der Frage Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe, und wenn Sie dann nicht begreifen, dass Sie jetzt diese rechnerische Mehrheit, die wir haben hier im Deutschen Bundestag, endlich nutzen müssen, dann werden Sie auch dafür sorgen, dass Ihre neue Galionsfigur Martin Schulz zur Witzfigur verkommt, wenn er nämlich nur verspricht und die Leute erst mal merken, dass an den Versprechungen nichts dran ist. Und ich sage Ihnen, der Kollege Beck hat ja den Kollegen Kahrs schon zitiert. Den entscheidenden Satz, Volker, hast du ausgelassen. Der Kollege Kahrs hat nämlich versprochen, dass die CDU im Deutschen Bundestag eine Abstimmungsniederlage erleiden würde, und die wäre auch verdient. Der Satz ist wichtig, finde ich, weil nämlich es darum geht, dass es hier Abgeordnete gibt, die zu ihrem Wort stehen, und Abgeordnete, die nur ankündigen. Und auch das muss endlich ein Ende haben, wenn wir Vertrauen in Politik zurückgewinnen wollen. Ich habe in meiner ersten Rede hier gesagt, dass ich es satt habe, wie ein Bittsteller betteln zu müssen, wenn es darum geht, dass sich dieselben
Rechte in diesem Land haben möchte, wie sie der Fraktionsvorsitzende der CDU oder der Fraktionsvorsitzende der SPD ganz selbstverständlich haben. Ich habe es gesagt, dass ich es satt habe, dass wieder mal gute Gesetzentwürfe einfach dem sogenannten Prinzip des Verfallens sozusagen anheimfallen, wenn die Wahlperiode abgelaufen ist. Auch das werden wir nicht zulassen. Ich kündige Ihnen jetzt schon an, und darauf können Sie sich verlassen, Sie haben noch bis zum 26. April Zeit, dann sind die nächsten 10 Wochen abgelaufen, wo die Ausschussvorsitzende einen Bericht geben muss darüber, was mit den Gesetzentwürfen im Rechtsausschuss passiert ist. Dann werden wir hier die nächste Debatte haben, und dann wird sich zeigen, ob der Kollege Kahrs nur die Backen aufgeblasen hat oder ob wir tatsächlich dann zu einer Abstimmung hier kommen, die endlich Gleichstellung und Gleichberechtigung schafft. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.